Wer früh da ist, sichert sich den besten Platz. Hier auf der Westseite des Flugplatzes in Jagel versammeln sich allein etwa 200 Schaulustige. Die Startbahn im Blick, Kamera oder Fernglas griffbereit. Jeden Moment kann es losgehen. Henrik Jensen aus Dänemark fotografiert seit über 30 Jahren Flugzeuge auf der ganzen Welt. Für ihn ist es weit mehr als nur ein Fototermin. Auch die anderen Leute zu treffen, ein soziales Engagement mit Freunden von der ganzen Europa. Besonders gespannt ist heute der 17-jährige Bastian Hartstock. Er ist mit seinem Vater aus Hessen angereist. Ich bin hier, weil ich jetzt meine Ausbildung hier anfange, also in Husum als Fluggerätemechaniker. Und dann werde ich im dritten Lehrjahr hierher kommen. Ich mache das halt nur wegen ihm und gucke mir das an. Ist halt sehr interessant, ne? Um kurz nach 10 ist es soweit. Die ersten Kampfjets machen sich bereit. Zwei A-10 aus den USA. Die Maschine, auf die es Henrik Jensen besonders abgesehen hat. Er war erfolgreich, hat sein Bild bekommen. Das war spitze. Jeder Traum von einem Flugzeugfotograf, glaube ich. Nachbrenner und ganz Close-up. Und das war toll. Das war toll. Mehr von das, bitte. Weiter geht es mit zwei Tornados der deutschen Luftwaffe. Einer davon mit Air Defender Sonderlackierung. Ein Top-Motiv für die Fotografen. Die Tornados sind um einiges lauter als die anderen Flieger. Das Dröhnen ist, nur wenige hundert Meter entfernt, für die Spotter am ganzen Körper zu spüren. Unbeschreiblich. Also hier muss man dabei gewesen sein. Also auf Videos, ist laut, aber wenn man hier dabei ist, fühlt man's. Das ist einfach spektakulär. Die startenden Kampfjets begeistern nicht nur Bastian Hartstock. Auch sein Vater ist beeindruckt. Ja, jetzt verstehe ich die Leidenschaft meines Sohnes. Das ist, sowas zu lernen oder daran rumzuschrauben, kann ich jetzt voll verstehen, dass er da mit Herz und Blut dabei ist. Bis zum 23. Juni haben Spotter und Schaulustige Gelegenheit, sich die Militärmaschinen in Jagel und Krop anzuschauen.